Heute möchte ich Ihnen einmal nicht einen Roman vorstellen, sondern ein Sachbuch, das sich aber so irrsinnig liest, dass man das Gefühl hat, man hat eigentlich jetzt nicht etwas Trockenes verschlungen, sondern etwas, das einem ganz viel auf den Weg mitgibt. Vielleicht können sich diejenigen, die letztes Jahr schon die Buchempfehlungen von der Sibylle Engi und mir angeschaut haben, dass ich letztes Jahr ein Buch vorgestellt habe, das Evangelium der Aale vom schwedischen Autor Patrick Svensson. Und Sibylle hat mir natürlich verraten, dass das Buch seinerzeit sehr gut angekommen sei. Und darum habe ich gedacht, als ich so etwas Ähnliches gelesen habe, oh, das wäre doch jetzt eins für die diesjährigen Empfehlungen. Auch der Titel natürlich wieder zum auf der Zunge zergehen, die Eloquenz der Sardine vom französischen Autor Bill François. Er ist, das merke ich mal, also nicht auswendig, er hat Physik studiert und forscht über die Hydrodynamik aquatischer Organismen. Das ist natürlich hochwissenschaftlich. Das Buch selber zum Lesen ist aber ganz zugänglich. Jetzt geht es nicht nur um Sardinen, sondern für mich eigentlich um sämtliche Wesen, die unter Wasser leben. Also von den kleinsten eben Mikroorganismen bis zum Blauwal, grössten Fisch oder Säugetier auf der Welt. Die Kapitel, die sind so lustig übertitelt, da liegt ich Ihnen zwei, drei vor. Also zum Beispiel heisst «Fragen Sie die Fische» oder «Muscheln aus den Garnelen», «Empfehlungen des Tages», «Das Meer ist ein Spiegel», «Unterwasserdialoge». Es sind relativ kurze Kapitel und es kommen meistens ein bis zwei Fische dann vor in diesen Kapiteln. Und ich glaube, für den Bill François ist das Buch wie so ein Plädoyer dafür, hey, macht euch einmal bewusst, was in diesen Meeren oder in diesen Flüssen für ein Leben herrscht, was die Tiere, wo wir ja das Gefühl haben, sind stumm, wie die können kommunizieren miteinander, sei sie dann das Geräusch machen oder wie die Sardinen, wenn sie nur schon wenn sie sich bewegen, wie das vollkommen anders kann wirken und für den Schwarm immer ein Zeichen ist, sich neu zu formieren. Hey, schaut doch einmal, was wir hier kaputt machen mit der Umweltzerstörung, mit der Überfischung. Und das sind Wesen, die ganz wichtig und wertvoll sind für unser ganzes Ökosystem. Es hat witzige Fakten drin. Es hat berührende Fakten. Es hat Sachen, wo man das Gefühl hat, das kann im Leben nicht stimmen. Aber das ist ja alles wissenschaftlich fundiert. Also ich muss sagen, ich bin beim Lesen von dieser Geschichte bestens unterhalten gewesen und habe bei gewissen gedacht, nein, also das stimmt jetzt sicher nicht und bin dann natürlich per Google schnell das nachlesen. Also es hat bis ins letzte, hinterste Detail gestimmt. Und noch ein kleines Detail, das ich einfach als Buchhändler, ich finde immer, wenn Bücher so schön aufgemacht sind, das Buch ist mit Blau gedruckt. Und normalerweise ist ja das schwarz und das Blau zieht sich wirklich durch. Also es ist nicht nur ein irrsinnig schönes Buch zum Lesen, sondern es ist auch ein Kunstwerk an sich. Also wenn man von der Haptik von Büchern redet, das ist wieder mal ein Buch, das man einfach sehr gerne in der Hand hat. Ich hoffe, dass Sie zusammen mit dem Bill François so ein bisschen unter Wasser tauchen und mit ihm die faszinierende Welt dort entdecken und eben sich vielleicht auch ein bisschen Gedanken machen, wie könnten wir jede und jeden Einzelnen dazu beitragen, die faszinierende Welt zu erhalten. Danke vielmals.